Du kannst mir mal gehörig den Buckel runterrutschen. Okay. Also für alle, die den Witz jetzt vielleicht nicht ganz verstanden haben, das hier ist ein Volvo PV544, auch besser bekannt als der Buckel-Volvo wegen diesem extrem markanten Heck. Ich glaube, der Grund, warum dieses Auto so ikonisch ist, dass es seinen eigenen Spitznamen bekommen hat, ist, weil es die zweite Generation eines Autos ist, welches original in den 40er Jahren gebaut wurde. Dieses Modell ist jedoch von 1960, heißt, es ist komplett aus seiner Zeit raus. Und das sieht man auch an Details, wie zum Beispiel der Motorhaube, welche separat und relativ schmal nach vorne geht, oder den Kotflügeln, welche rausstehen, oder auch den ganzen Chromakzenten, welche wirklich aussehen wie von einem Mitte 50er Jahre Cadillac. Vergleiche dieses Design mit dem P1800, den Volvo gleichzeitig mit diesem Auto gebaut hat, welches komplett 60er Jahre Design ist. Dieses edle Retro-Design finden wir im Innenraum auch wieder. Hier haben wir rotes Leder, ein schwarz lackiertes Chromlenkrad, welches riesig ist übrigens, und auch ein chrombesetztes Dashboard mit einem horizontalen Tacho. Sowas ist einfach cool. Und selbst für damals, für 1960, ist das hier eigentlich ein altes Design, aber es sieht aus wie ein alter US-Ami aus den 50ern oder so. Obwohl es ein normales Familienauto ist. Der Verkaufserfolg des Buckel-Volvos mit 244.000 Exemplaren ist nicht nur dem Design zu verdanken. Das in Schweden viele Jahre meistverkaufte Auto war eines der sichersten Familienautos auf dem Markt. Das Ziel, ein sicheres Familienauto zu machen, finden wir auch in Details im Interieur, denn neben einer durchgehenden Rücksitzbank, die mit 5 Personen in diesem Auto Platz haben, haben wir auch Sicherheitsgurte. Volvo war tatsächlich der erste Hersteller, der den heutigen 3-Punkt-Sicherheitsgurt empfunden hat, und dieses Fahrzeug hat den serienmäßig gehabt, obwohl er damals gar nicht vorgeschrieben war. Man musste sich theoretisch also nicht anschnallen, aber Volvo war die Sicherheit der Fahrinsassen so wichtig, dass sie ihn einfach überall auch mit eingebaut haben. Wegen dieser ganzen Familientauglichkeit ist dieses Auto für 1960 tatsächlich auch relativ groß. Es ist 4,5 Meter lang und, lustigerweise, es ist genauso breit wie hoch. Deswegen ist es so kastenförmig und es macht es eben auch so putzig irgendwie. Das Einzige, was tatsächlich bei diesem Design nicht so toll ist, ist der Kofferraum, welcher nur so weit aufgeht. Das bringt relativ wenig, wenn man sein ganzes Shopping da reintun möchte, weil man muss alles hier unten arbeiten. Also negative Punkte für die Alltagstauglichkeit. Das hier ist wohl der unzerstörbarste Motor, der je in einem Auto verbaut wurde. Das ist ein 1,8 Liter Vierzylinder mit bequemen 75 PS. Und warum ich sage, dass der unzerstörbar ist? Nun, dieser selbe Motor im P1800 hält den Rekord für die meisten gefahrenen Kilometer in einem Auto. Über 5,2 Millionen Kilometer in der Lebenszeit. Und er fährt immer noch damit. Und es ist der erste Motorblock. Also, wenn man dieses Ding kaputt kriegt, kriegt man alles kaputt. Na dann mal los. Also man merkt schon an manchen Sachen, wie zum Beispiel der Lenkung, dem Sitz, wo er halb aus der Kurve rausfällt, und auch vor allem der Schaltung. Es ist einfach ein uraltes Auto. Uralt in Anführungszeichen. Die Konstruktion und der ganze Aufbau ist effektiv aus dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen ist alles auch so gediegen, aber auch irgendwie luxuriös, obwohl es damals eigentlich ein ganz normales Alltagsauto war. Come on.
Schön vorsichtig beim Schalten. Man weiß nie, was passiert. Ja, aber für 1960 und für nur 75 PS ist Performance eigentlich relativ okay, würde ich sagen. Also man kommt auf jeden Fall über jeden Berg drüber, außer man ist im falschen Gang. Und es ist auch relativ entspannt zu fahren eigentlich. Das Drehmoment ist gut, man muss eigentlich gar nicht unterschalten. Also im Gegensatz zu Autos wie dem Gogo zum Beispiel, kann man mit dem hier ganz normal im Straßenverkehr mitfahren und muss sich keine Gedanken machen, im Weg zu stehen. Was sehr schön ist. Der Trumpf des Volvos war sein geringes Gewicht von 1080 Kilo, trotz der Größe und der stabilen Bauweise. Deswegen wurde es im Motorsport, genauer gesagt für die Rallye genutzt, mit einer Teilnahme bei der Rallye Monte Carlo. Dank bis zu 150 PS, einem geringen Gewicht und einer hohen Sicherheit war die Rallye-Version des PV544 immer noch nicht schnell. Deswegen glänzte es bei Veranstaltungen, wo es mehr um die Ausdauer ging, weshalb der größte Erfolg des Fahrzeuges ein Sieg bei der East African Safari Rally 1965 war. Preismäßig haben sich diese kleinen Büchsen eigentlich relativ gut gehalten. Ein gut erhaltenes Exemplar, so wie dieses hier im Zustand 2- bis 2, kostet so zwischen 15.000 und 18.000 Euro. Und dafür kriegt man doch einiges an schönem Oldtimer und gutem Auto. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Buckel Volvo ist, genauso wie das Gogomobil, ein Fahrzeug, das Freude in Leuten auslöst. Wenn man so an den Straßen vorbeifährt, überall sieht man grinsende Gesichter, Daumen hoch, weil jeder so ein Auto als einen Oldtimer auch beschreiben würde. Und wie schaut er punktemäßig aus? Nun, zusammengerechnet hat das Auto 59 von 100 Punkten, was lustigerweise punktgleich ist mit dem 350Z, den ich vor einer Weile getestet hatte, aber aus komplett anderen Gründen. Während der 350Z mehr Performance war, ist das hier wirklich Klassiker, Stimmung, ja, einfach ein ganz anderes Auto. Aber genau deswegen mache ich eben dieses Punktesystem, weil so kann ich sagen, hey, dieses Auto ist genauso gut wie ein 350Z. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Test. Ich hoffe, es war lustig und wenn es euch gefallen hat, dann driftet daran über den Abonnentenknopf, macht einen Burner auf den Like-Button und ich fahre jetzt nochmal eine Runde, ist echt witzig. Ciao! Fahrradtür ist die Richtung. Nochmal. Was? Bleib liegen. Oh, nee. Das kommt in die Outtakes.